Hallo Leute und willkommen zu einer neuen In Folge Minecraft Kingdom. Kingdom, endlich mal. Denn, ja, das hier ist die 8. Folge Minecraft Kingdom. Normalerweise haben wir diese 8. Folge schon aufgenommen. Nur durch einen kleinen Fehler der Aufnahmeperson, die diese Folge aufgenommen hat, haben wir diese Folge leider nicht mehr. Ein bisschen traurig, aber manchmal passieren Fehler nun mal. Nicht wahr, Fabian? Ja, also diese Person, ne, diese auf diese sind wir natürlich auch nicht überhaupt nicht sauer und ist auch nicht hier. Genau. Ne, also natürlich ein professioneller Cut-Schneider, keine Ahnung was. Ja. Auf jeden Fall, ja, Fabian ist so auf die schlaue Idee gekommen, mal die Aufnahme zu löschen. Perfekt. Also hatte die, glaube ich, gerendert gehabt. Nee, du hattest sie, glaube ich, noch nicht gerendert gehabt. Hattest sie dann gelöscht gehabt und gemeint, du hast sie schon gerendert. Hast dann nachgeguckt und bemerkt, die ist nicht gerendert gewesen. Ihr müsst nämlich wissen, ungerenderte Aufnahmen sind so 800 GB groß und wenn du die dann löscht, dann hast du ein kleines Problem. Ja, weil du kannst halt nicht wieder aus dem Papierkorb ziehen. Ja, was wir gemacht haben in der Folge, wie man vielleicht schon sehen kann, habe ich ein neues Laserschwert, das haben wir... Also wir haben ein verseuchtes Gebiet gefunden und da war so eine Art Beacon, der wehtut, wenn man da reinläuft. Das hat uns ein merkwürdiger Magier bewiesen, der da einfach mal reingelaufen ist, weil der Bock hat. Der hat aber nichts für uns gemacht. So, es reicht. Ich habe ein Laserschwert, ein oranges, was ich mit Shift-Rechtsklick halt so normal ausholen kann. Und das ist so ein bisschen buggy jetzt in dem Modus, aber es ist ein oranges, ja. Mit diesen Tony, das muss, Tony, den, das musst du ausblenden, das ist Copyright-Schutz. Was? Das ist Copyright-Schutz. Du bist Copyright-Schutz. Frank. Auf jeden Fall, wir haben hier noch diese Fähigkeiten, die ich gerade nicht auswählen kann, weil ich die Taste doch nicht zugewiesen habe. Nein, nee, doch F. Nee. Genau. Dann kann ich mein Laserschwert werfen. Oh, nein. Welche Taste? Die musst du einstellen. Auf jeden Fall haben wir sonst noch diesen Edelstein hier bekommen. Ah, genau. Am Spawn ist so ein Monster halt gespawnt. Warum auch immer. Irgend so ein Ender-Auge-Scheiß. Und das hat uns diesen Kristall hier gedroppt. Und der ist richtig geil. Wenn du mal nämlich rechtsklickst, teleportiert er einen an die Stelle, wo du hinguckst. Und ich finde den extrem geil. Da kannst du dich mit Shift-Rechtsklick, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, was er sonst noch kann. Ja. Oh. Ja, desto weiter entfernt, desto länger dauert's. Aber der ist richtig heftig und hat eine verdammt gute Haltbarkeit. Wie man hier sehen kann. 300 Mal kann ich mich damit teleportieren, glaube ich. Auf jeden Fall Raumsprung-Edelstein, sehr nice. Ja, sonst haben wir... Achso, genau, du hast deine Rüstung bekommen, die du gerade anhast. Das ist so eine, ich glaube, Vampirjäger-Rüstung, ja. Wenn ich mich nicht irre. Das ist eine Witch Hunter, ja. Genau. Eine Hexen, genau. Ja, und wir haben... Und ich habe halt, sozusagen ein paar Items zum Bauen. Oh, fuck, was war das gerade, ey? Du hast dein Solar-Ding gehört? Was? Also, Junge, bei mir hat's gerade... gemacht. Ja, moin. Auf jeden Fall. Oh, Junge, was ist das denn? Das war richtig laut, ey. Oh. Alles klar. Auf jeden Fall, du hast dein Ding hier repariert, Solar-Ding. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal am besten nach draußen, sonst, verdammt. Es leckt ein bisschen gerade. Ich sollte vielleicht die... Okay, Render Distance ein bisschen runter machen. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier, diese Items hier noch. Ich weiß nicht, teils davon ist zusammengekraft, teil nicht. Diese scheiß Endermänner gehen so auf den Sack, ne? Ja. Dunkel. Was? Ja, es ist sehr dunkel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum backt das irgendwie so, wenn ich mit der Maus lang gehe? Ich würde mal sagen, wir könnten vielleicht mal in Richtung... ja, genau, wir haben hier noch weitergebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz neu ist. Ja, Fabian! Also wir sind ja umgezogen, ne? Eigentlich aus einem bestimmten Grund. Ja, hat dieser Grund denn mit diesem Grund was zu tun? Abgesehen davon, dass wir neue Mods drin haben, glaube ich... ich glaube, dass die neuen Mods nicht das einzige sind, was hier anscheinend neu generiert wird. Toni, die haben vorne Kanonen. Und ich schätze, ich denke mal, dass man die auch ein bisschen weiter nach unten drehen kann. Ne, jetzt gehe ich mal so vom aus. Wollen wir hoch? Wie? Oder nicht? Ja, wir können es hochbauen, ja. Aber das wäre ein bisschen... Oh. Hallo? Hallo?
Kein Grund, nach den Waffen zu greifen, ich bin unbewaffnet. Das kann man nie wissen. Da habt ihr einigermaßen recht. Du hast scheiß Waffen an deinem Schiff, oder was das da oben ist? Das sind, ja, stimmt auch wiederum. Also, ich bin hier sozusagen notgelandet, weil ich habe keinen Treibstoff mehr. Okay. Mein Schiff ist ein bisschen beschädigt. Ja, und ich wollte euch nur ein bisschen warnen. Warnen? Was heißt denn nur ein bisschen warnen? Was warnen? Vor deinen merkwürdigen vor deiner Zerstörungswut mit deinem Schiff oder was? Nein. Und dann auch wieso nur so ein bisschen? Und wieso nur so ein bisschen warnen? Wenn schon ganz warnen. Ich will euch warnen. Es kommen Leute, die euch sprengen wollen. Okay. Weil sie mögen euch einfach nicht. Und ich wollte euch davor warnen. Und ja. Nur jetzt hänge ich ja auch fest. Blöderweise. Ja, und wieso ist das Schiff kaputt und wie sollen wir da helfen? Das sind doch irgendwelche Warte, ich habe eine Idee. Fabian, ich weiß, wie wir hochkommen. Ich kann mich hochteleportieren. Ich habe hier diesen scheiß Stein. Woher hast du das? Warte. Hast du das? Wow. Nein. Oh mein Gott, ich habe mich damit gerettet. Woher hast du das Ding? Ich hab das gedroppt bekommen von dem Monster. Könntest du mir das geben? Ich bringe euch in eine sichere Dimension. Dafür... Ah. Gibst du mir dieses Ding? Warte, Toni. Sollten wir das machen? Ihr werdet nicht gesprengt. Ich bringe euch an einen sicheren Ort. Sollten wir es wagen? Und ich werde euch zum Dank, also zum Lohn, noch nachher Raketen geben, womit ihr hier wegfliegen könnt. Ich hoffe, du meinst bei Raketen keine Schussraketen, die uns wehtun. Nein, ihr könnt damit hier vom Planeten fliegen. Okay. Ja. Aber warum sollten wir das machen? Ist doch alles gut. Nur du hast hier irgendwie. Ihr werdet halbe sonst. Wenn sie uns sprengen, dann können wir doch irgendwo nach der ganze weiter. Der Planet wird zersprengt. Weißt du was? Nur nicht mal davon abgesehen, dass eine Atombombe eigentlich eine komplette Welt sprengt, ne? Wenn wir jetzt mal so ausgehen. Dieser, wo wir hier gerade drauf sind, die Map ist so klein. Ich wette, da reichen 3 oder 4 Stück maximal. So klein. Wir haben hier nur 4, 5 Biome. Ja. Also ich vertraue dir den Edelstein hier jetzt mal an. Einfach aus dem Prinzip, dass ich selbst dafür keinen wirklichen Nutzen habe und ich nicht weiß, was man damit anfangen kann, weil das irgendwelche Ender-Sachen sind, mit denen ich mich eigentlich nicht auskenne. Okay. Eine Frage und noch. Was meintest du jetzt mit Dimension, wenn ich fragen darf? Komm mit. Okay. Noch eine Frage. Was passiert mit dem Haus und unseren Sachen, wenn wir hier abhauen? Ich versuche es zu retten. Was heißt versuchen, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Okay. Ich habe gerade frisch neue Sachen hier angepflanzt, ne? Also. Ja. Jetzt denk doch nicht mal an deiner scheiß Farm da. Ja, gut, ne? Ich fand es nicht wichtig. Seit wann ist das da? Was ist das? Seitdem ich hier bin. Also. Und seit wann bist du hier oder sie hier? Seit wann ist hier ein Portal? Geht da rein. Ihr seid da, solange ich arbeite, sicher. Aber woher sollen wir sicher gehen, dass du uns hier nicht verarscht und uns denn irgendwie umbringst oder so? Augen schon durch, wenn wir nicht da sind. Werde ich nicht tun. Also am meisten bist du nicht dran. Beide nicht, aber. Leute, es liegt an euch, ob ihr hier jetzt da rein springt und sicher seid. Okay, kommen wir denn irgendwie wieder sterben zurück? Ja, ihr werdet zurückkommen. Ich hole euch zurück und bringe euch an einen sicheren Ort. Also, wo ihr mit euren Sachen abhauen könnt. Okay. Es ist eure Entscheidung. Es liegt bei euch. Adios, amigos. Hat der gerade sich mit einer Diamantschaufel hochgepäht? Sah nicht wie Diamant für mich aus, aber ja, hat er wahrscheinlich. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rein, oder? Okay, 3, 2, 1, go. Los! Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy.